Patienten mit Herzklappenerkrankungen stellen sich bei uns vor aufgrund von Luftnot unter Belastung, dicke Beine, Schwindel oder auch tatsächlich Bewusstlosigkeiten aus heiterem Himmel und insgesamt einer Leistungsminderung, die über die Jahre zunimmt. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit drei Herzklappen. Das ist zum Beispiel eine die Aortenklappe zwischen linker Herzkammer und Aorta, die im Alter verengt ist. Das ist die Mitralklappe, die zwischen linken Vorhof und linker Herzkammer dafür sorgt, dass kein Blut Richtung Lunge zurückfließt und eben leider im Alter oder bei Herzschwäche undicht wird. Und das ist relativ neu, die sogenannte Tricuspidalklappe, eine dreiseglige Klappe, die zwischen rechten Vorhof und rechter Herzkammer dafür sorgt, dass das Blut Richtung Lunge fließt und nicht zurück in den Körper. Patienten mit Tricuspidalklappeninsuffizienz, also Undichtigkeit dieser Klappe, haben häufig dicke Beine, eine eingeschränkte Nierenfunktion oder auch Luftnot. Und wir können neu per Katheter auch diese Klappe zumindest dichter bekommen, nicht ganz dicht, aber so, dass diese Symptome deutlich gelindert werden. Die Therapie ist in den letzten 2-3 Jahren deutlich weiterentwickelt worden und ist jetzt Teil unserer Routineverfahren.